Ich laufe. Herzlich willkommen. Heute möchte ich einmal die Audioqualität der GoPro Hero 5 Black mit dem Rode Video Micro testen. Hierzu habe ich es einmal komplett zusammengebaut. Um es mit der GoPro Hero 5 Black verbinden zu können, braucht man noch diesen Adapter. Der liegt bei ungefähr 50 Euro. Den Link dazu setze ich auch unten in die Videobeschreibung. Und natürlich die GoPro. Um das Mikrofon an die GoPro anschließen zu können, muss man einmal hier diese Klappe öffnen, dazu drücken und leicht schieben. Und dann herausklipsen. Jetzt ist der Weg frei für die Stecker. Hier steckt man einmal den Adapter hinein. Und in den Adapter dann das Mikrofon. Ich gehe jetzt raus und mache ein paar Testaufnahmen. Das sind jetzt Aufnahmen mit der GoPro ohne externes Mikrofon. Ich habe die Einstellung nur Wind gewählt, um das Ganze so realistisch wie möglich zu machen. Die GoPro steht auf einem Stativ und zeigt zur Straße hin, wo viele Autos fahren. Es geht nur ein sehr leichter Wind. Ich knie ca. 20 cm hinter der GoPro. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Jetzt habe ich das externe Rode Video Micro montiert. Es zeigt in dieselbe Richtung wie die GoPro. So, jetzt nochmal ein neuer Test. Das Mikrofon befindet sich wieder auf derselben Höhe der GoPro, zeigt aber in meine Richtung. Gefilmt wird weiterhin in 1080p, 50 Frames per Second und in Superview. Es geht nur ein sehr leichter Wind. Jetzt halte ich das Mikrofon einmal in der Hand, um zu sehen, wie die Qualität dann ist. Auf jeden Fall ist dieser GoPro-Adapter ziemlich groß. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen und das Mikrofon nimmt eine gute Qualität auf.